Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute geht es nochmal um das Thema Scouting. Wir hatten ja schon mal ein Video dazu gemacht, es kam relativ gut an. Heute haben wir eine Methode, die habe ich auf YouTube noch nicht gesehen, also habe ich generell noch nicht gesehen. Und die werden wir euch heute vorstellen. Da geht es halt darum, dass man besonders halt Regions findet, besonders auch aus schlechteren Nationen, für die man halt wenig bezahlen muss. Ich meine, bei uns ist es häufig so, dass zum Beispiel ein Region aus, Uganda, der genauso gut ist wie einer aus Frankreich, einfach ein bisschen cooler ist, weil er wahrscheinlich günstiger ist und weil es einfach so eine unbekannte Nation ist, das ist einfach ein bisschen cooler. Und wie ihr die besten scouten könnt, zeigen wir euch jetzt. Ihr geht hier auf Players in Range, das macht ihr jedes Jahr einmal. Dann scoutet ihr nämlich zwischen 15 und 16 Jahren und Nationalmannschaft, also auf Nationalmannschaft ist U21, U20 erstmal. So, macht ihr das raus, interessiert an Transfer, weil viele wollen halt nicht, weil die noch so jung sind. Müsst aber alle scouten, dann müsst ihr hier die alle scouten, also einfach so markieren und scouten. Man kann leider nicht alle markieren, weil das zu viele sind. Dauert halt kurz, aber ist jetzt kein wirklich großer Zeitaufwand. Die als Scouten habt ihr halt die besten jungen Talente drin, die halt die Nationalmannschaften spielen. Umso besser die Nation ist, muss man natürlich sagen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch der Spieler gut ist, ne? Aber grundlegend kann auch hier in jeder Nation was Gutes dabei sein. Zum Beispiel Kamerun, Nigeria oder halt natürlich auch Brasilien. Hier ist übrigens auch Endrika drin. Aber es gibt noch eine andere Methode, das finde ich noch fast ein bisschen cooler. Geht es nämlich darum, man stellt das hier dann auf A-Nationalmannschaft und auf 17. Gibt es dann nicht mehr so viele. Scoutet ihr halt. Die sind meistens aus schlechteren Nationen, aber das heißt halt nichts. Also es kann auch da ein guter Spieler dabei sein aus einer schlechten Nation, der zum Beispiel noch in Algerien spielt. Den kann man dann richtig günstig holen. Das machen wir die ganze Zeit, auch wenn er sich vielleicht verschlechtert. Holst du für 200.000 Euro, kannst den in ein paar Jahren nach irgendwie 3 Leihen für 40 Millionen verkaufen. So geht das einfach. Jedes Jahr einmal hier durchgehen. Also mit der Nationalmannschaft, einmal bei der A-Nationalmannschaft 15 bis 17. Und bei der U20 dann von 15 bis 16 Jahren hier oben interessierte Transfers rausmachen, einfach scouten. Wichtig ist halt noch, ihr braucht das Scouting-Gebiet weltweit, weil ansonsten bringt es halt nichts, weil ihr wollt ja die Spieler haben aus den schlechteren Nationen und Ligen, weil ihr die ja günstig holen wollt. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da für mehr Fußballmanager-Videos.